Es ist soweit. Das Thüringer BSW unter Führung von Katja Wolf hat sich mit CDU und SPD geeinigt. Und wenn die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen werden, dann könnte Mario Vogt nun Ministerpräsident in Thüringen werden. Und jetzt werdet ihr euch fragen, hat das BSW die Friedensformel bekommen, die Sarah Wagenknecht ja als unabdingbar für eine Koalition bezeichnet hatte? Nein, hat es nicht. Ich zeige euch gleich mal, was in dieser Einigung, also in der Präambel des Koalitionsvertrages drinnen steht, und dann könnt ihr selbst bewerten, was davon zu halten ist. Also meiner Ansicht nach ist das wirklich ein schlechter Witz, und die Leute, die das verhandelt haben, die sollten dringend von ihren politischen Ämtern zurücktreten, weil sie offensichtlich ungeeignet sind. Aber gut, so viel schicke ich mal voraus. Die CDU hat schon geschrieben, Mut zur Verantwortung, Thüringen nach vorne bringen. Ja, wenn die CDU das so begeistert postet, dann seht selbst. Seht am besten selbst. In der Präambel des Koalitionsvertrages wird drinstehen, im Rahmen der europäischen und bundesstaatlichen Ordnung unterstützen wir alle diplomatischen Initiativen, den von Russland gegen die Ukraine entfesselten Angriffskrieg zu beenden. Das klingt ja erstmal gut, was für Diplomatie. CDU und SPD sehen sich hier in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs. Also, CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik und das BSW steht für einen konsequenten Friedenskurs. Das ist keine Einigung. Man hat hier festgehalten, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Also das ist keine neue Haltung der künftigen Landesregierung, sondern das BSW hat hier einfach festgehalten, ja, wir sehen das übrigens anders. Also das ist vollkommen lächerlich. Das ist keine Einigung, das ist eine komplette Kapitulation. Das ist das Eingeständnis dessen, dass CDU und SPD komplett kompromissunwillig waren. Und ja, Katja Wolf, die will anscheinend trotzdem regieren. Wenngleich wir hinsichtlich der Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung ihrer territorialen Integrität und Souveränität unterschiedlicher Auffassung sind, eint uns das Ziel, eine diplomatische Lösung des Krieges gegen die Ukraine und den Abbau der verbundenen Spannungen innerhalb Europas mit dem Ziel eines Waffenstillstands, eines gerechten, dauerhaften Friedens im Sinne der Charta der Vereinten Nationen und des Budapester Memorandums voranzutreiben. Ja, also das ist dann dieser allgemeine Sprech, wo jetzt nochmal Russland verurteilt wird, aber eine neue friedenspolitische Haltung der Landesregierung ist das nicht. Thüringen ist als deutsches Bundesland eingebettet in eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur. Und jetzt kommt der Teil mit den Mittelstreckenraketen. Das BSW hatte ja gesagt, wir lehnen die Stationierung von Mittelstreckenraketen ab und wenn das nicht in der Friedenspräambel des Koalitionsvertrages steht, dann gibt es halt keine Koalition. Wir stimmen überein, dass für Frieden und Sicherheit in Deutschland und Europa die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes von großer Bedeutung ist. Wir erkennen aber auch an, dass viele Menschen in Thüringen die geplante Stationierung von Mittelstrecken- und Hyperschallraketen kritisch sehen bzw. ablehnen. Die künftige Regierung des Freistaates Thüringen fördert eine breit angelegte Debatte und verleiht auch dieser Haltung im Sinne eines nachhaltigen Einsatzes für Frieden eine öffentliche Stimme. Und das ist vollkommen lächerlich. Also hier wird gesagt, ja, wir sehen das hier sogar als defensive Maßnahme, dass da Mittelstreckenraketen stationiert werden, was es nicht ist. Das sind Angriffswaffen. Also diese Mittelstreckenraketen dienen dazu, einen Erstschlag gegen Russland auszuführen. Das sind keine defensiven Waffen. Die dienen dazu, einen Atomkrieg gegen Russland zu beginnen, nicht einen Zweitschlag auszuführen. Also das ist erstmal falsch. Und zweitens wird dann gesagt, ja, wir erkennen an, dass viele Menschen das nicht so gut finden, dass die da stationiert werden. Und wir nehmen wahr, dass es die gibt. Das war's. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Und jetzt kommt das Beste. Also diese wirklich wachsweiche Friedenspräambel, die keine ist, also wo das BSW einfach nur festgehalten hat, hallo, wir sind da anderer Meinung, wo es sich aber an keiner einzigen Stelle durchgesetzt hat. Diese Friedenspräambel, die wird dann sogar noch flankiert mit dem Rest des Sondierungspapiers, das ja wirklich scheußlich war. Ich hatte euch ja schon den Artikel von Norbert Hering gezeigt, also ich kann hier auch gerne nochmal einblenden. Norbert Hering ist da dieses gesamte Regierungspapier durchgegangen und es ist wirklich furchtbar. Aber schauen wir uns mal an, was dieses Sondierungspapier für die Friedensbewegung bedeutet. Das ist nämlich wirklich interessant. Wie gesagt, ich blende euch hier den Artikel von Norbert Hering nochmal ein. Crashtest Thüringen, Sondierungspapier, Brock BSW ein Glaubwürdigkeitsproblem an. Und dann springe ich zur entscheidenden Stelle. Also Norbert Hering kritisiert hier ganz viele Sachen, dass man sich bei Gesundheitsversorgung nicht durchgesetzt hat, dann ziemlich hinterlistige Formulierung verwendet hat, dass keine richtige Corona-Aufarbeitung geben soll.
Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Punkte führt Norbert Hering da an. Wir hatten uns das damals schon angeschaut, aber jetzt kommt wirklich der Knaller, der für die Friedensbewegung, für Leute, die sich für Frieden einsetzen, wirklich wichtig ist und der in diesem Zusammenhang nochmal erwähnt werden sollte. Norbert Hering schreibt: Ein richtiger Knaller verbirgt sich im kurzen Abschnitt über den Verfassungsschutz. Zusätzlich sorgen wir für eine aufgabengemäße Ausstattung des Verfassungsschutzes zur Erfüllung seines verfassungsgemäßen Auftrags. Ja, wie ernst Stefan Kramer seinen verfassungsgemäßen Auftrag nimmt, das sieht man ja. Also der Verfassungsschutz, der ist damit beschäftigt, Linke auszuspionieren, die Friedensbewegung zu überwachen, kritische Oppositionelle, die der Regierung irgendwie widersprochen haben oder die die Finanzmärkte kritisieren, als Antisemiten zu beschimpfen. Also das macht der Verfassungsschutz gerade in Thüringen. Das ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Er drangsaliert und diskreditiert die Friedensbewegung. Und was macht das BSW in Thüringen unter Katja Wolf? Dass wir diesem Verfassungsschutz noch mehr Geld hinterherwerfen, damit noch besser Oppositionelle drangsalieren kann. Also mehr Geld für Stefan Kramer. Und nächster Punkt, das ist jetzt noch besser. Wartet, wartet, wartet. Ein Hurra auf die Demokratieförderung. Einen weiteren elitären Knaller landet das Papier noch mit der sogenannten Demokratieförderung. So wie von der Ampel betrieben, ist Demokratieförderung ein Reizthema für den typischen BSW-Wähler. Ja, das kann ich bestätigen. Der Begriff ist zum Synonym für Diskreditierung, Zensur und Ausgrenzung von Menschen mit vom Mainstream abweichender Meinung geworden. Ja, diese Demokratieförderung dient dazu, dass sich Grüne und SPD da ein Vorfeld zusammen finanzieren mit staatlichen Mitteln. Also man hat dann solche Fördertöpfe wie Demokratie leben und aus denen werden dann Grünen oder SPD-nahe Thinktanks ja gepäppelt, aufgezogen und die machen dann eben Arbeit im Sinne von Grünen und SPD. Und jetzt kommt, im Koalitionsvertrag, also was im Sondierungspapier in Thüringen zur Demokratieförderung steht. Eigentlich müsste da doch stehen, das BSW will diese gesamten Netzwerke austrocknen. Das müsste das Ziel des BSW sein. Kein Geld für Leute, die das BSW grundsätzlich ablehnen. Kein Geld für Leute, die, ja, kein Geld für das Vorfeld von SPD und Grünen unter dem Deckmantel der Demokratieförderung. Das müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein für eine BSW-Landesregierung. Aber im Papier steht Folgendes: Die bestehenden Programme zur Demokratiebildung und Demokratieförderung wollen wir verstetigen mit der Perspektive, die gegebenenfalls zu einem Demokratiefördergesetz weiterzuentwickeln. Also genau dieses Instrument der Repression, der Diskreditierung, der Drangsalierung der Opposition, das Nancy Faeser auf Bundesebene schon nicht durchbekommen hat, soll es jetzt in Thüringen geben. Es ist unfassbar. Norbert Hering schreibt dazu: Wie hat es die in Thüringen knapp über der 5%-Hürde liegende SPD wohl geschafft, ein Demokratiefördergesetz in das Sondierungspapier zu bringen, mit dem ihre Nancy Faeser und die Grünen sich aus gutem Grund nicht einmal in der Ampelkoalition im Bund durchsetzen konnten? Ja, das ist eine gute Frage. Sehr wahrscheinlich gibt es in den bestehenden Programmen zur Demokratieförderung, die verstetigt werden sollen, allerlei Agitation für offene Grenzen und gegen die Verschwörungstheorien, die so gern von BSW-Wählern und Politikern verbreitet werden. Irgendwo muss doch eigentlich die Naivität auch bei Pragmatikern aufhören, die regieren wollen. Auch hier ist kaum vorstellbar, dass die SPD sich damit gegen den vereinten Widerstand der CDU und des BSW hätte durchsetzen können. Und da kann man Hering nur beipflichten. Wie geht das? Geht das, dass das, was da jetzt gerade verabschiedet wurde, sei es in dem Sondierungspapier, sei es in dieser Präambel für den Koalitionsvertrag, wie geht das? Also irgendjemand im BSW, in der Thüringer BSW-Führung oder sagen wir die gesamte Thüringer BSW-Führung unter Führung von Katja Wolf, hatte offensichtlich nicht vor, das, was sie vor der Wahl den Wählern versprochen hatten, nach der Wahl umzusetzen. Das zeigt jetzt dieses Theater um die Friedenspräambel umso mehr. Also da wird ja dann gesagt, ja, Außenpolitik wird nicht auf Landesebene gemacht und bla bla bla. Es kommt dann ja immer als Gegenargument, stimmt nicht. Im Bundesrat gibt es einen Auswärtigen Ausschuss. Ist jetzt eine andere Debatte, will ich gar nicht aufmachen. Aber wenn man es nicht mal schafft, von der CDU und der SPD ein symbolisches Zugeständnis in Form einer solchen Präambel zu kriegen, ein Zugeständnis, zu dem die SPD in Brandenburg beispielsweise bereit war, weswegen ich der Koalitionsbildung in Brandenburg auch nicht so ablehnend gegenüberstehe wie in Thüringen. Also in Brandenburg, da bin ich gespannt, was man da an Koalitionsverhandlungen rausholt und dann werde ich das bewerten. Das Papier ist noch nicht so furchtbar formuliert und da hat das BSW noch nicht so viele Zugeständnisse gemacht wie im Sondierungspapier in Thüringen. Also in Brandenburg, da bin ich echt gespannt, was das BSW da schafft. Also wenn man zum Koalitionsvertrag tatsächlich schafft, da eigene Inhalte unterzubringen. Die Friedenspräambel hat man ja jetzt sogar bekommen, dann spricht in Brandenburg meiner Ansicht nach nichts gegen eine Regierungsbeteiligung, das muss man abwarten. Aber in Thüringen,
Also in Thüringen, nach diesem Sondierungspapier, da muss man in die Opposition gehen. Das BSW muss in die Opposition gehen. Mit diesem Papier geht eigentlich nichts anderes, wenn man sich vor den eigenen Wählern nicht vollkommen lächerlich machen will. Also dieses Theater um die Friedenspräambel, ich hatte es euch gerade gezeigt, man hält fest in der Präambel des Koalitionsvertrages, dass man nicht einer Meinung ist. Das ist keine Einigung. Also hier sieht man wirklich auf Papier ein Zeugnis der vollkommenen Verhandlungsunwilligkeit von CDU und SPD in dieser Frage. Westbindung und vollkommene Vasallentreue zu den USA gehören zu den DNA dieser Partei. Und wenn sie da nicht zu Kompromissen bereit sind, dann sollte das BSW einfach in die Opposition gehen. Aber ja, die Thüringer Landesregierung, die sieht das leider anders und die ist bereit, ihre Wähler vollkommen zu verkaufen. Was übrigens die eigene Verhandlungsposition schwächt, wenn man mit dem Motto in Verhandlungen geht, wir wollen die erfolgreich abschließen, egal was von unseren Inhalten durchgesetzt werden, können sich ja SPD und CDU zurücklehnen und sagen, okay, dann wird halt nichts von euren Inhalten durchgesetzt, die Regierung kommt ja eh, dann hat man kein Druckmittel. Also es ist auch aus verhandlungstechnischer Sicht das Dümmste, was man überhaupt machen kann, von Anfang an zu sagen, dass man, keine Ahnung, Höcke verhindern will und was da noch für dumme Aussagen von Katja Wolf kamen. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass das BSW in Thüringen sich noch fängt, in die Opposition geht und die Leute, die für diese Einigung hier verantwortlich sind, nicht mehr lange auf den Ämtern verbleiben, auf denen sie dort gerade sind.